Also in 24 Stunden zusammenkommen sind, da reden wir mit 0,1, 0,2 meistens Liter pro Quadratmeter. Das wäre dann ja, also so ein Bruchteil eines Zentimeters, wenn man das zusammenzählt. So viel ist es auf die Fläche wirklich nicht geworden. Aber wir haben trotzdem schöne winterliche Impressionen aus dem Raum Kassel beispielsweise heute eingefangen. Scheint ja ein bisschen vorbei zu sein. Ein Schwan hat es ja erwischt an der Zwickauer Mulde bei Rochlitz. Da ist der nämlich eingefroren. Also Passanten haben den entdeckt, wie der Schwan einfach mal im Eis festgefroren war. Dann kamen andere und haben ihm geholfen, haben ihn wieder freigesetzt, hat den Schwan nicht mehr gestört, dem konnte nichts passieren. Solange kein Fuchs vorbeikommt, dann kann der einfrieren. Also da passiert den Schwänen nichts. Einer musste schon gerettet werden und das hat geklappt. Der Winter in Hessen, auf Hessens höchstem Berg der Wasserkuppel, wo heute 40 cm Schneehöhe vermeldet wurden. Mein Kollege Arne Pollmann ist ja wintersportlich unterwegs, war schon langlaufmäßig unterwegs, ist schon Ski gefahren. Und jetzt heute auf der Wasserkuppel wagt er sich nicht nur auf, sondern sogar über den Schnee mit einem Drachen und mit Skiern. Das Ganze nennt sich Snowkiten und ist, glaube ich, ziemlich spannend gewesen. Schauen Sie mal. Snowkiten, das sieht ja immer so locker und entspannt aus, wenn man sich das anguckt. Und hat mir gedacht, Mensch, das probiere ich doch mal selber. Mal sehen, wie gut das klappt. Und Thomas, der wird mir mal zeigen, wie es geht, oder? Ja, so sieht's aus, ja. Crashkurs. In einer Stunde soll ich schon auf den Skiern stehen. Das dauert normalerweise einen ganzen Tag. Erste Übung, Schirm ausrollen. Okay, also leg mal los. Schnappen uns die Kite. Und wieder fahren wir hin. Sollen wir gehen in die Richtung. Ist klar. Der Schirm klein, 3,5 Quadratmeter Fläche. Zu üben, aber genau richtig, da kann mich der Wind nicht wegreißen. Ja. Dann nehmen wir hier unsere Bar, heißt das Ganze. Die ist am Steuerpunkt halt da. Okay. Und da ist jetzt die ganze Leine drauf gewickelt. Und die wollen wir jetzt einfach abwickeln. Okay? Also, wenn wir den Kite starten, die Bar einfach leicht nach vorne ziehen. Kurz den Impuls geben beim Kite, zack. Das startet auch schon. Locker die Arme, gell? Und siehst du ganz einfach, der Kite steigt von ganz alleine nach oben. Okay? Ja, zum Fliegen, du siehst es schon, wenn es rechts liegt, fliegt er nach rechts. Einen Arm anwinkeln, den anderen strecken. Du brauchst auch keine Kraft dazu. Du kannst im Prinzip hier mit zwei Fingern sozusagen an der Bar arbeiten. Okay? Dann bin ich dran. Hochklappt. Aber runter leider auch. Naja, Übung macht den Meister. Jawohl, sehr schön. Gut. So, jetzt wird's ernst. Jetzt probiere ich mit Skiern. Also, Daumen drücken. Okay, Arne? Ja, kann losgehen. Ab geht's. Links steuern. Ich fahre. Und wieder rechts steuern. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut klappt. Hat richtig Spaß gemacht. Also das mache ich bestimmt wieder. Und zum Schluss fährt mein Lehrer Thomas noch mal eine Runde Snowkite auf der Wasserkuppe. So sieht es aus, wenn man es richtig kann. Lust, das auch mal zu versuchen, wenn man da so in die Höhe gezogen wird. Tolle Sache!
Und demnächst muss man auch nicht mehr ganz so sehr frieren, wenn wir uns mal beispielhaft für viele Orte Hessens die Temperaturentwicklung der nächsten Tage anschauen für Wetzlar. Ja, dann reden wir erstmal jetzt über morgen und übermorgen über Frostwerte. Das sind die Höchsttemperaturen, auch im Frostbereich, also weitere Eistage. Jetzt gar nicht über die 0 Grad.